Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf dem Kanal Whisky Wismar. Heute mal zwei Abfüllungen nebeneinander, die vermutlich wir wenige kennen werden. Es ist eine kleine Serie gewesen. Hier handelt es sich um zwei unterschiedliche Brennereien und ich habe die ausgewählt, weil das Alter recht ähnlich ist, gleiche Alkoholstärke, beide Sherry Butt und deutlich unterschiedliche Profile sind. Und das fand ich ganz spannend, dass man da mal sehen kann, ja, selbes Alter, eigentlich auf dem Papier selber Fassausbau, aber deutlich komplett andere Art von Sherry-Fass, ne? Kommen wir gleich zu. Also um was handelt es sich hier? Um auf der einen Seite, hier auf der linken Seite, einen Glenallachie. Ja, zu Billy Walker gehörend, neue, mittlerweile langsam Hype-Brennerei, ja, das neue Glendronach wird vermutlich, naja, nicht mal so lange halten wie die Blütezeit von Glendronach, knapp 10 Jahre jetzt, 11 Jahre. Der Niedergang ist vorprogrammiert. Andere Geschichte, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es macht mich immer wieder traurig, wenn ich daran denke. Hier ein Glenallachie, September 2004, 9 Jahre, Juli 2014 abgefüllt, Sherry Butt. Yep. 46 Volumenprozente und relativ hell, also fast ein fahles Stroh. Also wirklich Gelb-Gold, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite einen Glenrothes. 9 Jahre ebenfalls, 9 Jahre alt, Februar 2005, gebrannt, Juli 2014 abgefüllt, Sherry Butt. Richtig dunkler Bernstein, auch 46 Volumenprozente. Abgefüllt von Douglas of Drumlanrig. Ja. Hier, Drumlanrig Castle. Musste ich ein bisschen suchen, war ein bisschen verwirrt. Ja, also Douglas gehört irgendwie zu Douglas Lang. Und da muss ich tatsächlich jetzt nochmal nachgucken. Douglas Lang ist ja vielen und zusammen mit Hunter Lang vielen ein Begriff. Die haben eine unglaublich große Range. Ja, Old Particular, Epicurean, dann, was haben die noch gemacht? Ja, jede Menge tolle Abfüllungen, Old and Rare, diese ganzen Sachen, also wirklich für jeden was dabei, von Blended Malt über ganz tolle Einzelfässer und wie es so kommen sollte, ja, die Familie, da gibt's auch mal Umbrüche, neue Entwicklung und von einem recht großen unabhängigen Abfüller haben sich ein paar Söhne von dem Fred Lang, die haben eine eigene Firma gegründet und zwar, haben sich abgespalten, und zwar die Langside Distillers in Glasgow ansässig. Und Douglas of Drumlanrig ist eine der Serien, die Söhne aufgesetzt haben. Genau, und zu Langside Distillers gehören so Serien wie zum einen die Old Malt Cask oder auch Hepburn's Choice. Ist ja sicherlich, finde ich, sogar noch ein bisschen, hat noch mehr Reichweite als jetzt die Serie. Was ist hier davon zu erwarten? Zum einen habe ich die immer so ein bisschen als Pendant zu der Provenance-Serie aus dem sozusagen Schwesterkonzern, auch von Hunter Lang, angesehen. Also teilweise junge Fässer, immer mit 46% abgefüllt, relativ günstig, also nicht sehr teuer, jetzt keine Premium-Premium-Abfüllung. Wechseln auch mal total random mittendrin die Umverpackung. Hier 9 Jahre, wie gesagt, 2014 Juli abgefüllt, Juli 2014 auch abgefüllt. Hier haben wir Pappschachtel. Beim Glenallachie ist es eine Tube. Muss man nicht verstehen. Na gut, sicherlich die bessere Wahl für die Umwelt. Aber ja, also andere Parallele vielleicht die Vintage Collection von Signatory. In diesen kupferfarbenen Tuben, die auch mit 43 Volumenprozenten abgefüllt sind und mittlerweile auch so immer so Fässer haben, so 12, teilweise unter 10 Jahre oder auch bis 15, 16 Jahre. Also
durchaus Malts, die zum Trinken da sind. Und die habe ich mir jetzt schon mal eingeschenkt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was diese beiden Sherry Butts denn für Unterschiede so preisgeben. Glenrothes und Glenallachie, eigentlich beides Malts, die sich sehr gut, wie man jetzt sieht, an Glenallachie, die sich gut mit Sherry-Fässern vertragen. Also mit Weinreifung. Und bei Glenrothes sowieso, also großartige Fässer aus den 90ern, tief, dunkel, die aber auch Tiefe geben und nicht so aufgesetzte Sherry Aromen liefern wie vielleicht modernere Sachen. Hierbei handelt es sich nun um Sherry-Fass aus den frühen 2000ern. Mal gucken, wie da so mein Eindruck ist, ob das an diese guten, geilen Sherry-Buds aus den 1990ern rankommt. Bei dem Glenallachie, bin ich gespannt. Da habe ich noch nicht so viele Vergleichsmomente, ehrlich gesagt. So viele von den neuen Glenallachies habe ich nämlich irgendwie noch nicht probiert. Bisschen links liegen gelassen, die Brennerei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, also erstmal hier die linke Seite Glenallachie. Buttrig, Karamell, süß. Angenehm würzig, Banane. Menthol, Eiche ist dabei, aber aufgrund der doch eher karamelligen Süße würde ich doch auf einen Sherry Butt aus amerikanischer Weißeiche tippen. Mal gucken, ob der Gaumen was anderes sagt. Ja, also ein sehr hellfruchtiges Sherry-Fass. Wenn ich die Früchte benennen müsste, würde ich eher in Richtung Aprikosen, helle Trauben und ja, durch die Süße Datteln schwingen mit, ja. Sehr lecker. Und jetzt der Glenrothes. Selbes Alter, wie gesagt, auch 46 Volumenprozenten und deutlich dunkleres Sherry Butt. Ganz anders, wirklich Unterschied wie Tag und Nacht. Außer dass hier das beides ungetorft ist. Ähnlich sanft süßer Anklang, aber also wirklich flüssiger, Werthers echter. Diese Bonbons. So was ganz Cremiges in der Nase. Wirklich ganz toll. Das sticht nicht. Der Alkohol ist hier noch besser eingebunden als bei dem Glenallachie. Wenn man die Nase ein bisschen länger reinhält, auch auf jeden Fall Eiche zu spüren. Aber ob das, ja, jetzt ein bisschen Pfeffer. Also Gewürze geht mehr so in die Liebstöckel-Richtung. Wirkt deutlich älter als die 9 Jahre vermuten lassen. Also bin sehr von dem angetan. Mal am Gaumen schauen. Ja, dieser wirkt ein bisschen konventioneller. Er geht noch ein bisschen mehr in die Richtung von so einem Vatted Core Range Single Malt, weiß ich nicht, sowas wie Glenfiddich 12. Also hat so Anklänge von dieser Art von Sherry-Fässern, die ja da auch vermischt sind. Und irgendwie noch was Bourbon-Fass-mäßiges, diese hellfruchtigen Honigtöne. Aber steht drauf, Sherry Butt. Na gut, Prost. Wirklich gut gereift. Also kein schwaches Fass. Das ist ein gutes Fass. Die Eiche ist da, deutlich spürbar. Tannine sind kräftig, aber insgesamt gut eingebunden. Also diese hellfruchtigen Anklänge aus der Nase, die Aprikose, der Honig, das Karamell, das setzt sich am Gaumen fort.
Auch die Banane ist immer noch da. So Bananasplit vielleicht mit Eiscreme und ein bisschen Schokoladensoße, ja. Das passt es, das passt ganz gut. Abgang ist da. Ist nicht gleich weg, die Eiche bleibt. Ein bisschen Karamell. Ja, Karamell ist stark, Toffee, Toffifee. Immer so ein bisschen das Karamell dann noch, diese Hülle noch so ein bisschen länger im Mund behält, auch rumlutscht. Das kriegt man hier dann noch raus. Ja, diese kriegt noch eine Honigsüße und der Honig ist relativ stark jetzt im Abgang. Also, ja, schön. Geht was mit diesem Glenallachie. Und jetzt mal den Glenrothes probieren. Ja, wirkt einfach deutlich älter. Hätte ich jetzt auch auf 12, 15 Jahre schätzen können. Dumpf. Ja, dieser nasse Waldboden, dem Glenrothes früher mal nachgesagt wurde. Ist das hier so ein bisschen an Friedhofsblumen und was ich da nicht alles schon gelesen habe. Also Modrigkeit. Ein dumpfer Sherry, das trifft es ganz gut hier. Bisschen rassiger der Antritt. Das ist dieses weiche, tiefe, süß-cremige, was man auf der Nase hat. Das ist jetzt im ersten Antritt ein bisschen würziger, aber wandelt sich dann auch schnell in Süße um. Also Speichelfluss anregend sind beide. Und besonders beim Glenrothes, dieses dumpf erdige hat man auch weiterhin im Mund. Machen beide ungefähr einen gleich langen Abgang, also die Tannine sind bei beiden zu spüren. Auch hier beim Glenrothes, die Süße bleibt wirklich bis zum Schluss bestehen. Auch hier flüssiges Karamell en masse. Das findet man bei beiden. Also ich gehe sehr davon aus, dass es sich hier um amerikanische Weißeiche handelt. Da fehlt einfach die Bitterkeit, insbesondere bei Glenrothes, der ja schon scheinbar einiges vom Fass mitbekommen hat. Ja, beides schöne Whiskys. Ja, preislich, den weiß ich gar nicht, ob man den überhaupt noch bekommt. Ich habe die tatsächlich nicht über einen Händler bezogen, waren daher für mich relativ günstig. Der Glenrothes, davon gibt es mehrere Abfüllungen. Müsst ihr mal in die Base schauen. Der jetzt hier, und den ich verlinke ihn euch, der ist tatsächlich noch zu bekommen, aber für den Preis nicht mehr angemessen. Das liegt einfach daran, ich glaube, so irgendwas bei 80 Euro liegt der irgendwo. Jetzt, wenn man die nochmal bekommt, in einem Shop, der da verlinkt ist, würde ich nicht bezahlen. Das ist er nun nicht wert. Beziehungsweise da gibt es andere schöne Sachen, die man sich besorgen könnte, aber ist halt auch schon fast 9 Jahre auf dem Markt. Ne? Nein, das erzähle ich. 7 Jahre. Also ist das schon eine ganze Weile und irgendwie werden die Abfüllungen einfach pro forma aber teurer, wenn die so länger sie in den Regalen liegen. Finde ich natürlich irgendwie merkwürdig. Aber so ist das scheinbar beim Whisky, obwohl er natürlich in der Flasche nicht mehr besser wird. Zumindest nicht in dem Zeitraum. Ja. Oh, jetzt ja. Nüsse. Glenallachie, Glenrothes. Ja, hier. Kastanien. Geröstete Kastanien sind jetzt hier noch. Muskat. Und Glenrothes. Bleibt ganz stabil. Beides schön. Der hat noch das Potenzial, um sich noch ein bisschen zu verändern. Der bleibt auf einem hohen Niveau. Mir gefallen beide sehr gut. Was würde ich denn geben an Punkten? Da muss ich mal hier meine. Also, ich finde die beide wirklich gut. Ich glaube,
Die bekommen von mir einfach dadurch, dass sie bei, also einfach für das, was ich jetzt auch bezahlt habe, also das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist unschlagbar bei den beiden, für mich, in meinem Fall, und auch keinerlei Fehlaromen, also wirklich Top-Whiskys, bekommen von mir beide. von 100 Punkten. Also super Sache. Glenrothes geht sowieso immer, finde ich total klasse. Und der Glenallachie ist mal das Feld von hinten aufgerollt, würde ich sagen. Also jetzt weniger über die neuen Hype-Abfüllungen, die jetzt Billy Walker so rausschmeißt, sondern mal eher was Älteres, als er noch gar nicht am Steuer saß. War damals schon gut. So, weitermachen. Jo. Kennt ihr den Abfüller? Habt ihr schon mal was von Darkness of Drumlanrig probiert? Oder seid ihr da, es war das auch nie wirklich bei euch auf dem Radar? Wie schaut's aus mit Glenallachie oder Glenrothes? Glenrothes findet man ja hin und wieder immer mal bei unabhängigen Abfüllern. Die Core Range ist leider so ein bisschen zerpflückt. Da bin ich ganz weit weg. Aber was ist so, wie sind eure Eindrücke von Glenrothes, insbesondere vielleicht aus den 90ern? Da gibt's wirklich richtig gutes Zeug. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Bin immer gespannt, was ihr so dazu sagt. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.